So, und jetzt kommt etwas, das ich eigentlich... Doch, ich finde das gut so. Doch, ich finde das gut. Also, nee, ich finde das hier jetzt nicht gut, leider. Ist das schlimm? Ist das zu wenig Platz? Nee, das ist nicht zu wenig Platz. Ich muss die alle um einen verrücken. Toll. Danke, Spiel. Das mache ich natürlich auch gerne. Was man nicht alles tut, ne? So. Jetzt muss der hier noch... Wie gesagt, ich bin da jetzt auch eisern, weil ich habe ja jetzt sozusagen das Ganze gemacht, damit da halt Platz zwischenkommt. Dann kann ich den Platz auch einhalten, und zwar überall. So gut es geht zumindest, ja. So, wie viel ist das jetzt? Nicht, das E. Nein. Oh, hoppala! Was mache ich? So. Ich muss einmal was nachgucken. Bin dann entsprechend sofort wieder da, aber das sieht gut aus. Okay, gut. Okay. Ich habe mir was nachgeguckt. Alles gut, es geht einfach. Können wir nämlich das eben einmal alles machen. Und 1, 2, 3. Guck mal, hier haben wir sowieso einen Problem gehabt. Das heißt, ich muss gar nicht alles verschieben. Moment, das ist jetzt aber sehr eng, ja. 2 sollten da, glaube ich, zwischen sein, ne? 2, oder? Sieht so aus. Nee, auch 3, okay. Machen wir nur 2 dazwischen. Wegen den Hosen hier hinten. So haben wir nämlich nur eine Engstelle zur Not und nicht 4 oder 5. Obwohl, nee, das kommt sowieso weg jetzt hier. Genau, weil das kommt nämlich jetzt hier hin. So. Und dann können wir die alle noch einen nach hinten holen. Oh, warte mal, ja. Ja, das ist Quatsch. Was ich jetzt mache, ist Blödsinn. Ne? Ich muss ja, wenn dann hier anfangen. Und sagen 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, und jetzt können wir nämlich hier diese ganzen Sachen hier noch eben platzieren. Dann sind wir auch durch, ne?
Man glaubt es kaum, dass es ein Ende nimmt. Aber es nimmt ein Ende. Wir haben den Laden erstmals neu konzipiert. Oh, warte mal, hier könnten wir. Weil wir können hier nämlich so lange und kurze abwechselnd machen. Und jetzt wieder. Jetzt wird's natürlich hier wieder so eine Friemelarbeit, ne? Weil wir müssen ja jetzt hier sozusagen das alles so parken, dass wir immer wieder weiterarbeiten können. Wenn wir das gedreht haben. Können wir so aber noch nicht, leider. Deshalb müssen wir hier mal ein bisschen erfinderisch werden, um Platz zu schaffen. Den Rest jetzt hier auch noch vernünftig über die Bühne zu kriegen, ja. Passt. Sehr cool. Oh. Eins. Zwei, drei. Okay, das wird jetzt schwierig. Weil ich muss hier nochmal irgendwo zwischenparken, wo nicht hier ist. Denn ich würde hier gerne lange Hosen hin platzieren. Und zwar 1, zwar ruhig auch so. Können hier nämlich 1, 2, 3. Nochmal. Eins, zwei, drei. Können wir nicht in diesem Abstand hier den Rest machen? Jetzt hätte ich hier hinten natürlich gerne lange Hose, ne? Jetzt wird der Herr auch noch wählerisch, ich merke das schon. Aber so bin ich nun mal, ne? Wenn es darum geht, irgendwas zu machen, dann mach es lieber auch richtig, ne? Also nicht so hier so wischiwaschi. Bringt mir da nicht viel. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie vernünftig hinbekommen hier, ja? Die langen Hosen. So, komm auf jeden Fall hier hin. Und jetzt machen wir nur noch hier, dass die Abstände alle passen und dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir ins Lager, packen aus und dann drücken wir die Daumen. Dass es hoffentlich irgendwie funktioniert. Eins, zwei, drei, vier. Der muss so stehen. Dann machen wir den einfach so. Obwohl, ne, warte mal, der kann ruhig hier auf dieser Ebene sein, ne? Eins, zwei, drei. Der kann ruhig so sein. Da haben wir ja halt so eine kleine
Hässliche Lücke. Ah, nee, das mag ich nicht. Dann lieber so ein bisschen was. Der Bruch durch das Versetzen ist auch okay. So. Oh mein Gott, Leute. Auf ins Lager. Auspacken. Und dann müssen wir hoffen, dass es irgendwie reicht, ja? Sonst wird das alles den Bach runtergehen hier. Muss mal eben meine WhatsApp lesen. Einen Moment. Gut, sehr schön. Ja, komm, pack mal ein bisschen schneller aus hier. Ich möchte eigentlich jetzt hier ja auch noch einen Tag ausprobieren mit euch. Ob denn jetzt das Problem dadurch wenigstens gelöst ist oder nicht, weil wir haben jetzt den Eingang verschoben, wir haben den ganzen Laden ein bisschen breiter gemacht, sodass die Dinger nicht mehr so nebeneinander stehen. Ich bin ehrlich zu euch, wenn es jetzt nicht klappt, dann ja, ist das Projekt halt an der Stelle. Ich weiß nicht, wie sinnvoll, um ehrlich zu sein, das dann noch ist. Weil ich meine, klar kann das total sinnvoll sein, das noch weiterzumachen. Muss halt aber nicht, ne? Also. Wie gesagt, wir können es jetzt. Ich bin bereit. Das alles nochmal auszuprobieren. Hier. Das Ding regt mich auch richtig auf. Kann ich das nicht woanders hinstellen? Ach, da findet der Paketbote das nicht. Das war das Problem, ne? Ich erinnere mich daran. Jetzt einmal schnell hier in den Mitarbeiterraum hier hinten düsen. Denn der hat auch noch keine Wandfarbe. Oh Mann. Und auch noch kein Licht sehe ich gerade. Das gefällt mir natürlich auch nicht so gut. Und einen Tisch hat er irgendwie auch nicht. Oh mein Gott, was ist das für ein Mitarbeiterraum eher? Gucken wir mal, ob wir hier nicht noch einen Computer kaufen. Na, aber davon nehme ich welche. Dann kann man hier noch zwei Tische reinstellen. Damit die Mitarbeiter schön Pause machen können. Ja, wenn man die vernünftig platziert, geht das auch. Ich mach's lieber andersrum. Dann sehe ich, wie viel Platz ich noch habe. Gar keinen, aber das ist halt so ein minimaler Miniraum halt für meine Mitarbeiter, aber der muss halt auch reichen, ne?
So, dann wollen wir mal eben hier gucken, was wir alles noch an Ware haben. Die wir irgendwie platzieren können, weil wir haben super viel ausgepackt. Und dementsprechend müssten wir eigentlich Ware haben. Aber eigentlich könnten wir das auch testen, wenn wir gucken, ob das den Laden gerettet hat oder nicht, ja. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen was voll, dass wir morgen nicht so viel voll machen. Gerade wenn ich jetzt hier das so sehe, wir haben ja doch einige Schuhe schon. Auch verkauft sogar, ne? Also du. Doch was weggegangen hier bei uns. Da sind gar keine Schuhe. Da müssen wir nachher gucken, was noch übrig ist, ne? Ja, ich platziere jetzt auch nicht noch groß Ware um. Das habe ich mir auch gerade irgendwie überlegt. Weil ich das irgendwie für wenig sinnvoll halte. Jetzt auch noch Ware umzuplatzieren. Das wäre, glaube ich, maximaler Abfuck einfach eher. Vor allem, weil es halt eventuell ja gar nichts gebracht hat, das Ganze. Ich mache ja jetzt hier nur noch ein bisschen Ware rein, damit wir gleich sehen, was passiert, wenn dann halt Leute in den Laden kommen, um was zu kaufen. Vielleicht kommen sie ja auch gar nicht rein, man weiß es ja nicht so genau. Ich würde hier auf jeden Fall gerne dann erstmal gucken. Wie das hier aussieht. Also ich finde, der Laden sieht schon mal nicht mehr ganz so traurig aus, auf jeden Fall. Ich finde, er wirkt auch größer und schöner, so wie er jetzt ist, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Also das Platzieren, das Umplatzieren hat auf jeden Fall was gebracht. Jetzt ist die Frage, ob die Kunden das halt auch so sehen. Oder ob die Kunden sagen, ja, schön, dass du das alles so umplatziert hast. Juckt uns aber gar nicht. Wir boykottieren das trotzdem, das ganze System. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass wir hier gleich die böse Überraschung erleben werden. Ich werde das hier jetzt noch auspacken eben. Weil alles, was dann halt schon weg ist, ist weg. Das wäre auf jeden Fall richtig gut. Hier sind noch Schuhe und so, ne? Und Oberteile. Viele Oberteile, okay. Kaufst sonst auch noch ein Lagerregal, das ist nicht das Problem. Weil ich bin ja jetzt sowieso am Machen und Tun, ne, schon die ganze Zeit. Ob ich das jetzt dann auch noch mache oder nicht, ist dann auch egal. So furchtbar viel lange habe ich jetzt aber auch nicht mehr, ne? Also das ist jetzt natürlich auch so eine Sache, aber ich glaube, ob das funktioniert hat oder nicht, ist ja so eine Sache, die müssten wir ja eigentlich relativ schnell feststellen. Da wir ja entweder sehen, dass die Leute immer noch überall vorlaufen und das einfach gar nicht klappt. Auch mit dem neuen System nicht, was ja jetzt auch auf deutlich mehr Platz im Laden ausgelegt ist. Wenn es halt gar nicht klappt, ist das halt richtig doof. Aber was soll ich denn machen, eher? Ich habe echt dann alles versucht. Ich sitze jetzt seit 3 Stunden in dieser Aufnahme. Und versuche hier mein Bestes, damit ihr dieses Projekt weiter genießen könnt. Das wollte ich noch sagen. Ja, und das werden wir wahrscheinlich dann auch in jedem Laden einfach so platzieren, ne? Beziehungsweise damit ich dieses Projekt auch noch weiter genießen kann. Hoffe ich einfach mal, dass das jetzt nicht das Ende ist.
Leute, ich bin ein bisschen nervös, ne? Ich hätte vielleicht nicht direkt 3 Stunden reinstecken sollen, ne? Sondern nur so ein bisschen. Aber, naja. Dafür haben wir ein neues Konzept für ein theoretisch alle Läden, was nur noch umgesetzt werden muss, ja. Die letzten 24 Sachen haben nicht mehr gepasst. Willst du mich eigentlich verarschen?